Das sind 1, 2, es sind einige Häuser eingezeichnet. Vielleicht ist das hier auch das Falsche. Das ist die Zange. Ein kleines Hütchen. Aber die Zange nehme ich mal mit. Damit kann man bestimmt Dosen ganz gut aufmachen. Sollen wir was riskieren? Komm, ich riskier's mal. Na, dann guck mal, ob da oben, obwohl ich komm mit. Okay. Ja. Was? Der schwebt da ganz gefährlich in der Luft. Dann eine Zeit lang. Ich kann nur nach unten klettern. Das meinte ich, ich gehe wieder runter. Das ist mir so gefährlich hier. I'm dying of starvation. Hey, ich kann dir das Klicklicht abnehmen. Nein. Während dem Klettern. Das liegt da. Nimm das mit. Oh. So. Das war ja nicht so berauschend hier. Aber weitergehen. Irgendwo hin. Achso, was ich eigentlich war, ob ich mit der Spitzhacke einen Baum nehmen kann. Kann ich nicht. So, aber wo kommen wir denn hin, wenn wir hier jetzt weiterlaufen? Ich würde sagen, wir gehen wieder auf die Straße und laufen der dann lang. Bin ich dabei. Ich sterbe zwar, aber ich bin da. Ja, ich bin auch extremely hungry. Bin tatsächlich am Hunger. Nicht mehr so. Ich hab's jetzt gerade nochmal aktiviert. Ich hab das nochmal geknickt. Es leuchtet wieder ein bisschen mehr. Ja. Ich würde sagen, wenn wir denn in Star sind, beenden wir diese Aufnahme. Dann haben wir 2 Stunden, sind wir jetzt schon aufnehmen. Ja, kommt hin. Was? Unproduktiv, oder? Ja. Wir sind wieder mal gestorben. Aber wir haben uns gefunden. Wir haben uns 2-mal gefunden. Ja. Ja. Dahin. Ja. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal in Betracht ziehen auf dem PvE. Ne, wir wollen ja jemanden erschießen. Wir wollen jemanden erschießen. Ja. Boah. Das ist eine lange Strecke hier. Mhm. Langsam verschüttet das Licht die Farbe aus meinen. Ach so, ja. Das ist, weil du verhungerst. Ein Häuschen. Nichts drin. Ist auch nur Dreck. Eine Waschmaschine. Nichts drin. So, hoffentlich finden wir dann was in Mstar. Da gibt es jedenfalls eine Pond. Und ein paar Stellen, wo Loot spawnt. Ich habe mich jetzt übrigens bei kennst du Loot Crate? Nee. Loot Chest? Sag mir beides. Okay. Auf jeden Fall habe ich mal bei Ashens gesehen, so ein YouTuber, der hat sich bei Loot Crate angemeldet. Und dann, also dann bezahlst du im Monat, was weiß ich, 20 Euro. Und dann kriegst du dann jeden Monat so ein Päckchen zugeschickt, wo also ein möglicher Kram drin ist, so Gaming-Zeug halt, so T-Shirts und kleine Figürchen und so ein Kram. Und du weißt aber nicht, was du bekommst. Und dann wollte ich das auch haben, nur dann habe ich gesehen, die liefern gar nicht nach Deutschland, sondern nur in England. Toll. Dann habe ich letztens, wer hat das denn gemacht? Ich glaube, der Etienne von Game One hatte bei Twitter getweetet, ja, bla bla bla, Loot Chest, bla.
Habe ich geguckt, so, ja, cool, Loot Chest, ja, anmelden. Habe ich das extra große Paket genommen, habe noch 5 Euro mehr dazu gezahlt. Und am 15. Dezember müsste ich dann mein erstes Päckchen bekommen. Und, bist du noch ja, da? Ich ja, ich laufe noch, obwohl es jetzt ziemlich sepiafarben ist und es wird verwaschen und könnte sein, dass du nicht mehr lange von mir hast. An mir hast. Da kommt auf jeden Fall Häuschen auf der rechten Seite. Ja, da laufen wir auch direkt hin, ja, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und dann habe ich ein paar Tage später mal geguckt, wie das überhaupt mit den Preisen ist bei Loot Crate. Und dann habe ich gesehen, dass die auch nur Deutschland liefern, die Deppen. Hm. Oh, ein Schweinchen! Ein Schweinchen! Spitzhacke! Nein, es läuft! Nicht es rennt! Ich sehe es aber auch! Es läuft so schnell weg! Was da, ich muss was. Da ist noch ein Schwein! Es ist durch die Hauswand gerannt. Oh, Schwein. Oh Mann, das wird kritisch. Wenn ich jetzt nicht bald was zu essen finde, dann würde ich wohl den Löffel abgeben. Ein Hammer, toll. So, wir haben jetzt ein bisschen die Möglichkeit, hier was zu finden. Essenstechnisch, weil ich glaube, hier ist noch keiner gewesen. Das hört sich irgendwie ziemlich unbewohnt an, ja. Was liegt denn da? Ein Hammer habe ich. Ja, ich auch. Ach, du läufst ja gerade rum. So eine Dose Spaghetti wäre eigentlich mal ganz gut. Ich gebe mich auch für den Anfang mit Früchten zufrieden. Problem, dass meine Sicht mittlerweile so schlecht ist. Geh doch da rein. Ich würde vielleicht sogar an Sachen vorbeilaufen, weil ich es nicht als essbar erkenne. Das ist schlecht. Ich glaube, ich komme nicht ins Haus rein. Warum nicht? Ich komme nicht durch. Okay, nächstes Haus. Ich kann mich ich auch mit technischen Problemen. Ja, haben die hier irgendwie Probleme mit dem Server oder so, dass hier kein Zeug spawnt oder so? Ich sehe mittlerweile so schlecht. Ich kann die gerade. Busch. Ich bin hier mit einem Helm dienen. Komm schon. Eine Pickaxe. Das Schwein ist so schnell. Ach, ich renne mal irgendwo hin. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, genau. Hier ist die Uhr. Gut. Wir haben, weiß ich nicht, entweder 10 nach 10 oder 10 vor 2. Ich tippe auf 10 vor 2. Kann jetzt leider nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Ich bin bewusstlos. Kapitän Moe, sind hier gefunden. Und ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Und ich bin bewusstlos. Aber du kannst ja von mir essen. Du bist bewusstlos, ist ja cool. Ja, ich bin bewusstlos. Wo bist du? In irgendeiner Haustür lieg ich drin. Super. Vielleicht komme ich ja nochmal zu mir. Ich wackel mal ein bisschen an der Maus, vielleicht hilft. Warst du an der Hauptstraße dran? Das war ein Haus an einer Straße. Ja, aber ob das die Hauptstraße war, das weiß ich nicht. Ich habe in dem Haus gerade die Tür aufgemacht und dann bin ich umgefallen, anscheinend.
Aber noch bin ich nicht tot. Ja, ich bin auch auf der Suche nach dir. Wie geht's dir eigentlich so, essenstechnisch? Ich bin hungrig. Warum bist du nur hungrig und ich war... Na, ist ja egal. Also, I'm starving. Ich finde dich nicht. Es kann sein... Hier ist ein kleiner Minishop. Ja, es kann sein, dass ich hier... I'm dying of starvation. Es kann sein, dass ich auch von den Häusern ein bisschen weggelaufen bin. Und quasi dann... Ja, an anderer Stelle ein Haus gefunden habe. Ich bin einfach irgendwo hingerannt. Toll! Super! Hier ist eine Pond. Ja. Ja. Hast du die Straße links oder rechts von dir? Links. Lauf mal die Straße weiter. Das kann eigentlich aber auch. Das kann nicht das Haus sein, wo ich drin lieg. Das ging so zwischen Häusern jetzt lang hier. Wie gesagt, irgendwo lieg ich drin. War das ebenerdig das Haus oder? Mir wird es jetzt auch langsam dunkel, also schwarz-weiß. Ey, hier gibt's doch nicht so viele Häuser, Mann. Ja, und irgendwo liegt da drin. Wie gesagt, ich habe die Tür aufgemacht und bin bewusst reingefallen. Da liegst du! Yay! Weck mich auf, irgendwie. Has a strong pulse. Ja, wie kann ich dich füttern oder sowas? Ja, du kannst mich füttern. Force Feed oder Force Eat hieß es. Aber wenn du nichts zu essen dabei hast. Nee, ich hätte dir dann was zu trinken gegeben. Ich habe eine Spite. Ja, ich habe auch noch was dabei. Kannst auch von denen was nehmen. Force Drink. The item must be in my hands to do this. Force Drink. Das macht komische. Successfully force Kampfnuss to drink. Ja, du liegst da aber immer noch. Compress! Ja, was machst du denn da jetzt? Was muss ich denn machen? Keine Ahnung. Egal was du machst, das hilft mir nicht. Ja. Die kniet da jetzt einfach nur. Uah! Jetzt bin ich schon wieder aus dem Spiel rausgedingst. I am unconscious. Die geht gar nicht mehr. Compress. Ach je. Liegt gleich daneben. Wie wär's denn? Wir beenden das hier für uns einen anderen Zug. Was muss ich denn hier machen? Keine Ahnung. Muss doch hier irgendwas. Man muss bestimmt irgendwie. Nur was muss man denn drücken, um zu dingsen? Drücken? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe es mal an deiner Leiche, glaube ich, ausprobiert, aber das ging auch nicht. Compress. CPR steht da. Nee.
versuche jetzt einfach mal ein bisschen zu drücken, einfach. Mach das mal. Ja, mach das mal. Ich google derweil mal. Daisy. Nee, nicht das Z. Such mal noch Compress. Hoffentlich funktioniert das noch, bevor ich hier abnippel. Compressing Daisy Standalone. Ja. I love the aspect of permadeath in this game. It makes so many. Da steht nur, dass es dran. dass es eine Bearbeitung ist. Okay. Gut, dann kann man wahrscheinlich noch nicht da hier massieren. Unten drunter. Ah, okay. Ich muss das immer wieder auswählen. Und dann macht er das einmal. Aber wenn du sowieso noch am Leben bist, dann macht dir das eher nur eine Herzrhythmusstörung, aber egal. Nö. Ich glaube, das wird. Ich lieg gleich daneben. I'm dying of starvation. Dann möchte ich mal eine sehr, sehr, sehr produktive Aufnahme heute hingekriegt. Ja, total. Ach ja. Ach, ich setz mich mal neben dich. Komm mal zu mir zum Sterben. Ja, so. I need a drink. Ja, den hätte ich noch. Ah. Hast du noch irgendwas Besonderes dabei? Eine Spitzhacke. Heatpack. Nö. Kann ich dich ausziehen? TNT Rags. Ich hab dein T-Shirt zerrissen. Du Leichenschänderin. Du bist ja nicht tot. Dann bist du ziemlich sexuell pervers angehaucht. Ja. Oh, guck mal, der schläft. Ah, ja, wie viel haben wir überhaupt? Ach, 10 vor 9, das geht ja noch. Letztes Mal haben wir ja bis in die. Ah, ich bin unconscious. Bis in die Puppen gespielt, ja. Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal auf Beenden. Das mache ich dann auch, ja. So. Gut. Ja. Daisy funktioniert nicht mehr, kam jetzt gerade bei mir. Das ist schön. Toll. Also es lädt noch bei mir, also es zeigt noch dieses Ladebildchen hier an. Bei mir kam direkt... Ja, geht nicht mehr. Aber auch sehr lange. Geht also auch bei dir nicht mehr. Mhm. Vielleicht liegt das... Habe jetzt Escape gemacht? Ja, es ist... Ah! Ich glaube, der zieht wieder ein Update, oder? Da stand ganz kurz, synchronisiere. Ne, ja, synchronisieren macht er eigentlich öfters. Ja. Hm. Na gut. Aber dann könnte ich jetzt mal die Aufnahme beenden. Ich könnte aber mich auch mal verabschieden. Das wäre ganz nützlich, ja. Ja. Ich hoffe, euch hat diese heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.